Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Let's Play der Rapid Wien Karriere von FIFA 17. Heute haben wir nur ein einziges Spiel, also wird eine relativ kürzere Folge als sonst, gegen den drittplatzierten Reed. Bevor wir zum Match kommen, zeige ich euch mal den Kalender. Ihr seht, wir haben heute das Spiel in Ried und dann werde ich noch bis zum 31. simulieren und ab nächster Folge geht's hier weiter. Dann werde ich wahrscheinlich von 1 bis 14 machen oder 1 bis da unten, je nachdem, was in den Transferphasen so los ist. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren da lassen, wem ich mir kaufen soll. Wir haben zurzeit, gucken wir mal, 519.529 Transferbudget liegen, aber ich glaube echt im Minus ein bisschen, was das angeht. Nein, wir haben sogar Plus-Einnahmen. Ja, wir haben sogar Plus-Einnahmen. Die Transaktionen, ja, könnten besser laufen. Ja, Spielergehälter sind halt das Problem. Wir haben schon ziemlich viel Zielüberblick. Was können wir jetzt machen, wenn es nur ein Match ist? Ja, das brauchen wir noch. Dann zwei Spieler muss noch verpflichten. Cool. Ja. Ja, dann würde man sagen, Startelf werde ich auch. Barrett wieder. Ich werde diesmal wieder Barboli spielen lassen. Der einzige Grund, warum ich jetzt das mache, ist, weil Barrett hat schon überzeugt. Ich will aber ein bisschen ein bisschen an die anderen auch spielen lassen. Deshalb gebe ich Sharp jetzt auch eine kleine Auszeit. Wir haben schon wie vor dem Match. Wie es vor dem Match ausschaut mit der Auslastung bzw. mit der Erholung unserer Spieler. Was für Ziele? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und Stefan Schwab kann wieder mittrainieren. Wie schaut's aus? Ja, okay, das schaut ja relativ gut aus. Barrett und Schwab. Lass mal Santo mal spielen und statt Barrett kommt Jelic ran. Jelic ist sowieso eine bessere Gesamt als Barrett. Und ja, wie ihr sehen könnt, sind wir, wenn ich mich gerade verschaut habe, ja, wir müssen gewinnen, damit wir den Salzburgern auf den Fersen bleiben. Und ja, Schneidenried. Das könnte wieder lustiges Match werden. Ich hoffe, Obersberger ist in der Startelf. Der Typ trifft ja zurzeit für Rapid, ja, wie sonst keiner. Ja, Schusswenden, nein, ja. Aber draußen schon können wir die Freistöße üben. Der war gut. Gucken wir mal, ich trainiere, ich mache nur mal einen. Traustusson auf Maximilian Hoffmann. Nochmal Traustusson mit der etwas längeren Ecke. Nochmal auf Schusswendner. Weiter. Traustusson mit dem Lupfer auf Sohnleitner und der verköpft. Da kommt ein Tor, muss doch drin sein. Jetzt aber Sohnleitner. Bei dir nix. Wow, so ein Leitner, der ist gut und der ist drin. Passt. Somit können wir anfangen. Wir sind das beste Auswärtsteam vor den Salzburgern. Zumindest in der Statistik sind wir. Warte jetzt kurz, ich schaue schnell was.
Wenigstens in der Statistik sind wir vor den. Ja. Vor den Salzburgern wollte ich sagen. Es fehlt doch eh nur mehr, dass wir auch in den. In der Tabelle vor den Salzburgern. Noch tut die Geige sagen sein. Liegen. Beziehungsweise sind, also da weiß ich mal 11 Punkte, wenn nicht sogar 10 Punkte, glaube ich, hinten, 9 sind es, glaube ich. Ja, wenn wir ja gegen Dino unentschieden gespielt haben und ja, da ist Mocinic auf Schobesberger und der erste Abschluss. Torstensson mit der Ecke gut reingezimmert, aber Badfinne kommt nicht gescheit dran. Na komm, Badfinde, nein. Noch eins, Joe Linden. Oh, Maximilian Hoffmann kriegt den Ball gut. Badfinde rechts außen. Zieht zurück. Geht an zwei vorbei. Und kriegt die Flanke dann nicht in den 16er rein. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ja, Einwurf. Ried. Ballgewinn. Ich wollte schon sagen Ballgewinn, aber naja. Hey, Nobota. Ja, Nobota spielt ja wieder. Stimmt. Ich habe Streblinger ja eine kleine Auszeit gegönnt. Der hat ja lang genug im Tor, sehr lang genug im Tor gestanden. Badfinder kriegt den noch! Und nicht entscheidend zu Sobesberger und es gibt Stürmerfall. Ja, aber gute Laufaktion von Badfinn in dieser Situation. Den hätten nicht viele Leute mehr daran. Niki Kacken. Kommt schon, was ist das? Na Mensch. Mocinic. 2 gegen 1 Rieder. Ja, Schuss Wendner mit dem Ball auf Joel Linden. Der steckt durch, aber der steckt wieder zu weit durch. Ui. Schrammel. Boah, Glück. Badfinder mit dem Kopf auf Baboli. Der kann irgendwie vorne den Ball nicht mehr halten. Entweder hat er irgendwas. Der ist auch. Der hat auch ziemlich mit seiner Formstärke abgenommen. Oh, Glück! Oh, der Schobesberger wieder am Ball sieht, wem auch immer er da gerade gesehen hat. Da Schuss Wendner. Da perfekt. Nein. Boah, komm schon. Nein. Glück. Es gibt zwei Ecke, aber wenigstens den Einköpfler verhindert. Im 16er passen, das ist das Dümmste, was du machen kannst eigentlich, aber ich mach's trotzdem. Ah, Trostosson verliert den Ball auf den Außenflügel, auf den linken. Das war nicht, das ist nicht so schön. Nein, boah, Glück. Mocinic auf Joel Linden. Ah, Joel Linden reißt wieder nix. Schrammel kommt ja mal 100 Jahre zu spät. Und Sonnleitner. Na, servus. Das Gegentor. Du dicker Herr Gesangsfeind. Also jetzt nochmal gewinnen. Da bräuchten aber echt einen Torschützen, der wirklich trifft. Aber ich habe irgendwie nur Schobesberger und mit dem komme ich nicht zum Abschluss. Da muss ich in der zweiten Halbzeit ein bisschen rotieren.
Einmal gleich rotieren. Bart Finne raus. Jelic rein. Cholinden raus. Kivala rein. Mocinic raus. Hoffmann rein. So, drei neue Wechsel. Eher alle im Offensivbereich der Rapidler. Obwohl einer defensive Hoffmann arbeitet ja wahrscheinlich hoffentlich auch nach hinten mit. Schobesberger gleich aggressiv wie eh und je Richtung Ball. Na bravo. Der Torschütze lässt wieder mal zwei meiner Spieler stehen. Kriegt den Ball dann schon wieder und 2 zu 0 Ried. Und das war der gleiche Torschütze wie beim 1 zu 0. Jetzt ist meine Devise unentschieden. Niederlage können wir uns eigentlich gar keine leisten, weil dann würden wir den zweiten Platz an Ried verlieren. Das war dann jetzt so leibend. Jetzt haben wir ein schnelles Gegentor für die Rieder und die Sache wäre schon mal entspannt wieder. Aber die Frage ist halt, wer das schießen soll. Wenn der Schiri nicht einmal pfeift, das war ein Foul wieder mal. Der Schiri pfeift es mal wieder nicht, naja, wem wundert's. Einmal auf Rapid. Kann ich da mal gescheit eine Flanke schlagen. Wenn wir das Spiel noch in ein Unentschieden verwandeln, gehen wir auf Rose. Der Doppeltorschütze wieder am Ball. Schrammel. Ja, Eckball. War gut gestoppt. Der Doppeltorschütze geht drunter vom Feld. Schobesberger, gleich mal eine Kontersituation. Jelic. Abgeblockt, Baboli kommt schon wieder nicht dran und Jelic hat sich anscheinend an der Schulter oder so verletzt. Wenn er ausfällt, bedeutet das, dass wir zu 10 das Spiel beenden müssten, tut aber nicht. Und da Baboli Richtung Tor, der hat er auch schon ewig nicht mehr getroffen. Und wird es auch jetzt nicht tun wahrscheinlich. Nein, jetzt wird langsam Zeit für ein Tor auf unserer Seite. Dann könnten wir noch den Ausgleich schaffen. Na komm, 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 na komm. Steffen Hoffmann. Klasse Ball auf die Nummer 13. Die Nummer 13! Jelic, Schobesberger, legt ab in die Mitte. Und Elfmeter? Anscheinend schon. Ja, Elfmeter. Und Jelic. Jelic ins Netz! Hol dir die Kugel, Mann, und dann rein, Alter. Das wird jetzt knapp. Das wird jetzt Lucky Punch Tor, wenn wir noch eine Torschance bekommen. So, da lässt man erstmal die Kugel. Die hätten wir. Dann gleich umschalten. Schobesberger, der hat überhaupt keine Kraft mehr. Steffen Hoffmann, der Torschütze Jelic. Baboli, Jelic, Baboli nicht. Okay, das
Wir werden das verlieren. Somit rutschen wir auf den dritten Platz hinunter. Ja. War nicht das beste Spiel. Aber was willst du tun? Da war Ried deutlich besser. Ja, ist halt so passiert. Sind wir halt auf dem dritten Platz gerutscht. Und ja, war auch nur mein Punkt. Also von dem her kann man das schnell wieder aufholen. Jemand hat sich verletzt. Egal, die unsere Nummer 13 gehört ja auch trainiert. Der muss ja auch ein paar Tore schießen, obwohl er hat eine gute Torschance hat er ja gehabt im Match. Warum der nichts geworden ist, ist die Frage. Ja, dann werden wir jetzt noch schnell bis zum 30. durchsimulieren. Kriegen wir noch die Scout-Updates der einzelnen Spieler. Schnell durchswappen. Da fehlt noch eines, dem fehlt noch was, den auch noch, den auch noch, dem auch noch. Ich will zwar nicht die Folge unnötig in die Länge ziehen, deswegen swap ich hier noch schnell schon durch. Gesamt für den Arsch. Sorry, aber der Gesamt sind wirklich nicht so gut. Die Gesamt geht ja auch nicht einmal. Boah, das geht ja nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht noch weniger. Das geht noch ganz und gar nicht. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das geht auch nicht. Das geht noch nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das geht nicht. So, warte mal. Hier muss ich auch noch wahrscheinlich. Hier, das geht ja nicht. Wie gesagt, ich will es nicht unnötig in der Länge ziehen. Nur das muss auch mal gemacht werden. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das ist die Frage. Das sind ja alles, weiß nicht. Er war ja noch gegangen wahrscheinlich, aber mit denen fangst du einfach nichts an als Trainer, wenn du Jugendspieler suchst. Da der nächste 50, 50. 55, 53. Ja, einige werden jetzt in die Kommentare schreiben. Hey, kannst ja trainieren. Aber das ist. Ich werde einen, der über 60 hat, wo es sich auch lohnt zu trainieren. Wo es nicht nur unnötig Zeitverschwendung wäre. Bis zum 30. habe ich gesagt. Oh, ich könnte zwei Spieler verlieren. Und zwar Stefan und Maximilian Hoffmann. Drei-Jahres-Vertrag, der will sogar weniger. Oh, ich verstehe nicht. Ist aber definitiv wichtiger Mannschaftsspieler. Steffen Hoffmann, ein Jahr, will nur. Boah, wie wenig verdient Steffen Hoffmann. Ich kann ja Houston, Texas sogar kaufen. Jetzt mal nur zum Vergleich, weil Houston, Texas hat 15 oder so, keine Ahnung. Opa Boli geht nicht, geht doch hoch. Schön für ihn. Nein, nicht, ja, so hier bis zum 30. gehe ich noch. Oh, Vertragsverlängerung, wahrscheinlich von beiderseitigen. Je, yeah, perfekt, beide Spieler bleiben. Das sieht bzw. hört man doch gerne. Trainieren wir noch schnell, dann werde ich noch bis zum ja, dann werde ich euch sagen, was nächste Woche, also was in der nächsten Folgen planmäßig läuft. Monatlicher Mannschaftsbericht, Gesamt 62, Gesamt 57,
Okay, du fliegst, du fliegst, du fliegst, du fliegst, du fliegst, du fliegst, du bleibst, du fliegst. Ja, die bleiben. Oh, das ist ja richtig gut. Ich brauche nur mal lange und kurze Pässe von ihm wissen. Dann. Okay, er fliegt auch. Dass der vermarkt wird, allein hat. Nationalmannschaft Finnlands. Nein, danke. Und wichtig ist zum Vermarkt. Ja, dann trainieren wir noch einmal schnell und dann werde ich die Folge, dann werde ich noch irgendwas erklären. So, nächste Folge werden wir uns dann um die Transfers kümmern. Ich zeige noch denjenigen, die wissen wollen, wie viel Geld wir zum Transfer haben. Wir sind dabei bei 5. Warte, machen wir das fair. 536.945 Ding. Transferbadget, verbleibendes Transferbadget liegt bei gekauft. Ja, CD. Dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen, welche Spieler ihr sehen wollt, die ich verpflichte. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst einen Kommentar unter dieses Video zu den einzelnen Themen und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich sag danke und noch eine schöne Woche.